Willkommen zum Newsroom Talk. Heute bei mir Christoph Ulrich, Chefkorrespondent. Wir reden über Ostdeutsche in Führungspositionen. Eine neue Studie der Universität Leipzig und des MDR hat festgestellt, der Anteil Ostdeutscher in den Spitzenjobs der 5 neuen Bundesländer wächst nur langsam. Was sind die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie? Ja, das Wichtigste ist wirklich, dass es sehr, sehr langsam geht. Also im Moment sind 26% der Topjobs in Ostdeutschland auch von Ostdeutschen besetzt. Wenn man bedenkt, dass 87% aller Menschen ostdeutschen Hintergrund haben, die hier leben, dann sind das natürlich viel zu wenig. Und 2016 waren es 23%. Das heißt, der Anstieg ist doch sehr langsam. Es geht da kaum voran. Vor allem auch in wichtigen Berufen, wie zum Beispiel Richterinnen und Richter. Da gibt es 22%, die aus Ostdeutschland kommen. Oder selbst bei den Landesregierungen sind nur 60% aus Ostdeutschland. Vor 5, 6 Jahren waren es sogar mehr. Da waren es 70%. Vielleicht ganz kurz zur Definition, da gab es ja auch mal ein bisschen Streit drum. Ich bin quasi laut dieser Studie Ostdeutscher, wenn ich in der DDR oder in Ostdeutschland sozialisiert worden bin. Genau, genau. Wenn man sozusagen hier erwachsen geworden ist. Okay. Woran liegt denn das, dass es so langsam vorangeht bei den Top-Jobs? Naja, das liegt vor allem, glaube ich, an dem ab der Wiedervereinigung eingesetzten Elitenaustausch in Deutschland. Also es sind ja ganz viele aus dem Westen hierher gekommen und haben Spitzenpositionen übernommen. Und die haben natürlich Netzwerke gebildet. Und bei solchen Netzwerken, da funktioniert das Thomas-Prinzip. Ich kenne Thomas und den schlage ich vor und der schlägt mich dann vielleicht woanders vor. Und das hat sich halt in Ostdeutschland bei den Ostdeutschen offenbar noch nicht so richtig ausgeprägt. Gibt es denn Vorschläge, wie man das Problem beseitigen oder beheben kann? Ja, es gibt Vorschlag zum Beispiel vom Sören Pellmann von der Linkspartei, der sagt, wir brauchen endlich eine Quote, wie bei den Frauenquoten, brauchen wir auch eine Ostquote. Ja, und die Bundesregierung will ja auch Konzepte entwickeln, jedenfalls steht es im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, dass man das verbessern will. Aber das ist sicher kein leichter Weg und es ist aber im Prinzip eine gesetzliche Anforderung, denn im Grundgesetz steht, dass bei den obersten Bundesbehörden zumindest, und dazu gehören ja auch die Verwaltungsgerichte und die großen Bundesbehörden, dass dort die Länder anteilmäßig vernünftig vertreten sein müssen. Das steht in Artikel 36 des Grundgesetzes. Vielleicht noch eine Sache. Es gibt immer wieder auch bei Quoten diese Aussage, man braucht auch das Personal, um quasi diese Posten besetzen zu können. Du kennst die ostdeutsche Hochschullandschaft sehr gut. Wie sieht es denn zum Beispiel in Chemnitz aus? Haben wir das Potenzial für Spitzenführungskräfte hier auszubilden oder gibt es die schon? Ja, das Potenzial ist auf alle Fälle da. Die ostdeutschen Universitäten sind ja auch zum Teil Exzellenzuniversitäten geworden. Also da gibt es schon Personal genug, denke ich, um auch da jedenfalls anteilsmäßig das aufzufüllen. Alles klar, wir bleiben dran. Vielen Dank.